Hallo zusammen, Stefan von EDC Austria hier und heute sind wir bei Teil 2 von der kroatischen 24-Stunden-Ration Typ 2. Und ich habe mir gedacht, wir können das jetzt locker noch in zwei weitere Mahlzeiten aufteilen. Wir brauchen nicht drei, um da möglichst viel Zeit rauszuschinden. Ich sage euch dann gleich, was das da alles ist. Nur damit man nicht, damit das gescheit hinhaut, machen wir nur mal zuerst die Suppe. Das ist eine Instant-Hühnersuppe hier. Von dem kann man natürlich nicht viel erkennen. Das ist alles auf Kroatisch. Dann geben wir hier mal 200 Milliliter Wasser dazu, heißes. Das rühren wir mal um. Dann haben wir noch einen Tee, weil ich habe eh schon gesagt, bei den Getränken für 24 Stunden sind sie eigentlich nicht sehr großzügig. Man hat zwei Orangengetränke, die für 200 Milliliter jeweils gedacht sind und einen Schwarztee, der für 300 Milliliter gedacht ist. Und das ist wirklich wenig. Das heißt, den Rest der Zeit können die eigentlich wirklich nur Wasser trinken. Also tun wir den Tee mal hier rein und den Rest vom Wasser, das müsste sich eigentlich ausgehen. Ja, dann nehme ich jetzt einfach die Gabel zum Umrühren, macht ja nichts, weil ich brauche es bei der Mahlzeit eh für nichts anderes. Dann haben wir hier unsere Keks, die, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, mit Cookies übersetzt werden, was eigentlich immer für süße Kekse steht. Es sind aber geschmacklose, die man wirklich, also nicht geschmacklose, aber man kann sowohl mit salzigen Gerichten als auch mit süßen verwenden, was sehr sinnvoll ist. Stellen wir die daher. So, die Suppe brauchen wir da auch nicht mehr. Die Papayas heben wir uns für den Schluss auf. Übrigens noch zum ersten Video, da hatte ich die Ananas und die waren weniger gefriergetrocknet als kandierte Früchte, muss ich jetzt im Nachhinein dazu sagen. Übrigens, wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, da oben ist ein Link, schaut euch das vorher an, ist vielleicht einfacher. So, ich würde sagen, kosten wir mal die Suppe. Schmeckt nach einer guten Hühnerbrühe. Mit ein paar ganz kleinen Nudeln drinnen. Die sind aber wirklich nur drinnen, damit irgendwas drinnen ist. Aber wenn man hungrig ist, ist es auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber auch das hier schmeckt wieder sehr natürlich. Nicht irgendwie künstlich bearbeitet oder so, was man oft bei amerikanischen Rationen hat. Generell bis jetzt die europäischen Rationen, die ich hatte, also die deutsche, die polnische, die britische, die waren alle wesentlich natürlicher schmeckend als die amerikanischen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Tee schon in einer trinkbaren Wärme ist. Oder noch zu heiß. Wow. Weil das ist ein Schwarztee vermengt mit Pfirsich und Vitamin C. Aber der Pfirsichgeschmack haut einen wirklich fast um. Also der ist sehr intensiv.
Bei dem würde ich dann in Zukunft fast raten, den in der Früh zu trinken, weil der weckt einen wirklich auf. Da kann man absolut nichts sagen. Na gut, dann mache ich noch einen letzten Löffel von der Suppe, bevor ich es derweil wegstelle. Ich esse sie nachher natürlich fertig, so wie alles. Ich habe auch letztens mitten in der Nacht dann noch das Fleisch weggegessen. Das war sehr gut auch. Dann tauschen wir hier mal. Wir haben hier unsere Leberpastete. Hier haben wir die, riechen wir mal dran. Ja, riecht eigentlich so, wie eine Leberpastete riechen sollte. Und ich koste die gar nicht ohne die Biskuits, also ohne die Cracker, weil die ist nicht dafür gedacht, die pur zu essen. Im Gegensatz zum Fleisch, was man auch pur essen kann, aber das ist wirklich gedacht für einen Cracker. Also schauen wir mal. Also ich habe die jetzt wirklich ganz langsam gegessen, um alles wahrzunehmen vom Geschmack. Und es ist wirklich eine vorzügliche Leberpastete, die perfekt mit diesen Crackern zusammenpasst. Und die muss man sowieso aufessen am gleichen Tag, weil man kann sie ja nicht zumachen. Und am nächsten Tag ist hin, auch wenn sie im Kühlschrank ist. Also dann nehme ich jetzt nochmal einen großen Bissen oder ein großes Stück. So, dann gehen wir die Pastete auch mal zur Seite. Und jetzt verwenden wir die Tücher, die haben wir beim ersten Mal eh noch nicht getestet, aber jetzt nicht sagt, dass die auch ohne Messer nicht, oh ja doch, aufgehen. Sind feuchte Tücher, ganz leicht aber nur. Also gerade so, dass man merkt, dass die mal irgendwann feucht waren. Wobei die Mahlzeit ist ja noch innerhalb des empfohlenen Datums. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der ersten Mahlzeit von heute, nämlich zum Honig. Wie gesagt, also wie schon im ersten Teil gesagt, Honig ist was, was ich persönlich noch nie in einer Ration gesehen habe. Und ich habe zusätzlich zu denen, die ich habe, auch schon zahlreiche Videos gesehen. Also wirklich Tage verschwendet mit Videos. So, jetzt haben wir hier einen Honigkeks. Also man merkt, dass das ein etwas jüngerer Honig ist, aber auch absolut fantastische Qualität. Ich muss ehrlich sagen, von einer kroatischen Militärration hätte ich mal nicht so eine hohe Qualität erwartet. Heute die Suppe ist gut, die Leberpastete ist gut, der Honig ist gut, die Cracker wissen wir sowieso, dass gut sind. Vom Tee nehmen wir jetzt nochmal einen Schluck. Und die Instant-Suppe ist auch besser als die französische, die ich auf dem englischen Kanal getestet habe. Aber es kommt hier auch noch ein Test von einer französischen Ration. Dann bleiben jetzt eigentlich nur mehr die Papayas. Die sind hier schön kandiert wieder. Kommen aus Thailand, sehe ich hier gerade. Wobei ich habe gehört, die kroatischen Soldaten bekommen diese guten Mahlzeiten eigentlich recht selten. Die bekommen eher ja, so Käsebrote und so Sachen einpackt in einen Sackerl derzeit. Also diese Sachen
sind offenbar der Kroatischen Republik zu teuer, um sie regelmäßig zu verteilen. Was ich irgendwie nachempfinden kann, weil die teuer sind, aber trotzdem das Wichtigste ist, dass man seine Soldaten gut ernährt und auch gut behandelt, damit sie positiv gestimmt sind und alles geben, was sie können. Aber nochmal muss ich sagen, es war alles ohne Ausnahme wirklich gut. Bis jetzt habe ich bei dieser ganzen Ration noch nichts gefunden, was mir nicht geschmeckt hat. Und jetzt kommt dann nur noch das Rindsgulasch. Da muss ich aber ein bisschen warten, bevor ich das essen kann, weil zuerst esse ich ja alles hier fertig. Und die Dessertschokolade, aber da reichen ein, zwei Stück, um die zu bewerten. Und dann noch das Pfeffergebäck, das angeblich süßlich ist oder wie auch immer. Schauen wir mal. Okay, jetzt sind wir beim Abschluss unseres Mahls. Also noch nicht beim Abschluss unseres Mahls, aber beim letzten Mal. Wir haben hier unser Gulasch und ich habe geschaut, ob da irgendwelche Zahlen draufstehen, von wegen Dauer der Erhitzung oder irgendwas, aber da steht überhaupt nichts drauf. Also werden wir das einfach so wie immer machen, dass wir es halbwegs realistisch gestalten, packen wir das einfach in den flammenlosen Erhitzer. Das machen wir auch gleich als erstes, damit das schon mal zu arbeiten beginnen kann. Also diese Taschen kann man angeblich 30 bis 40 Mal wieder verwenden. Das wage ich aber mittlerweile nach so 10, 15 Mal zu bezweifeln. Die sind schon ziemlich sperrig. So, dann tun wir das Heizelement rein. Die Dose drauf oder legen wir es hin, ist vielleicht gescheiter. Dann wird das mit Wasser befüllt. So, und rein damit. Ja, bei dem geht wenigstens der Verschluss noch gescheit. Ich habe drei von diesen und manche sind schon schlechter beieinander. Okay, tun wir das gleich nach hinten. Na, das beginnt aber. Ah, jetzt. Nur ich weiß nicht, wie gut man das mit dem Lavalier-Mikrofon hört. Jetzt haben wir hier noch eine Dessert-Schokolade. Dann haben wir hier diese Pfeffer-Cookies, von denen ich die ganze Zeit schon geredet habe. Da bin ich sehr gespannt, was das ist. Und hier haben wir noch unser letztes Orangengetränk. Übrigens, jetzt nachträglich zu dem Tee muss ich noch sagen, dass der wirklich so süß war, dass er eigentlich wieder nur Durst erzeugt hat. Also eigentlich sollten wir den mit, was weiß ich, 400 oder 500 Milliliter machen, statt mit den 300, die draufstehen. Hier beim Orangensaft passen die 200, die angegeben sind, absolut. So, dann probieren wir hier mal so ein Keks oder so ein, was auch immer das ist, mit Pfeffer. Also das schaut mir jetzt verdammt aus wie Lebkuchen. Also so viel Rederei, was ich schon gehört habe und dass das nur in Kroatien gibt und so weiter und das ist nichts als ein viel zu harter Lebkuchen. Oder wie man in Deutschland, glaube ich, sagt, Honigkuchen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da braucht man nicht weiter kosten, das ist einfach ein sehr gewöhnlicher Lebkuchen, wie gesagt. Die Schokolade, bin so gespannt. Also sie dürfte keinen besonderen Hitzeunterschieden ausgesetzt
gewesen sein, weil sie hat sich da überhaupt nicht verfärbt. Also das ist schon mal gut. Vom Abbrechen her geht das auch sehr streng. Dürfte also eine feste Schokolade sein. Schauen wir mal. Ja, sehr gute, ziemlich kakaohaltige Schokolade. Wirklich eine gute, also nicht eine, die man normal in irgendwelchen billigen Packungen findet. Das ist schon ein bisschen eine höherwertige Schokolade. Also zartbitter wäre, glaube ich, die richtige Bezeichnung dafür. So, kostet man nur nochmal, auch wenn wir es im ersten Video schon haben, den Orangensaft mit Vitamin C. Der schmeckt noch immer hervorragend. Wir sind jetzt alles durch und in 5 Minuten machen wir weiter mit dem Gulasch. Okay, wir haben lang genug gewartet und wie immer wird es wohl ziemlich heiß sein, aber ich habe vorgesorgt. Schauen wir mal. Tun wir dann nur die Schokolade ein bisschen weg. Ja, das kann man nicht angreifen. Kannst nur. Rausziehen. Ja, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie so auf. Aber zuerst entfernen wir mal die ganzen nassen Rückstände vom flammenlosen Erhitzer. Dann schütteln wir es noch ein bisschen. Okay, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Oder auch doch. So. Das Ganze schaut einmal sehr flüssig aus. Bin ich gespannt, was da drin ist. Ich meine, ich weiß, was ein Gulasch normalerweise ist, aber das schaut. Ah, okay, das ist alles weiter unten. Aber es ist trotzdem sehr dünnflüssig, das Ganze. Naja, schauen wir mal, wie viel wir da herkriegen. Also eh alles, nur müssen wir jetzt vorsichtig sein. Das Einzige, was interessant ist, ist eh, wie das Fleisch schmeckt. Das zergeht praktisch auf der Zunge, aber es ist sonst nur Bratensaft, da ist nichts dabei. Keine Kartoffel, gar nichts. Also das schmeckt schon gut, aber was soll ich mit dem ganzen Bratensaft ich meine, was soll ich mit dem ganzen Gulasch ohne das, was drinnen ist? Das ist ja nur gedacht, damit man drin Kartoffeln und alles Mögliche kochen kann. Und die paar Stück Fleisch machen das nicht wett. Also jetzt zum Schluss von der Mahlzeit so eine große Enttäuschung. Das ärgert mich schon, weil ich hätte das absolut empfohlen. Aber wenn natürlich dann die Hauptspeise von dem Ganzen nicht brauchbar ist, weil so viel Protein und Kalorien kriegt man nicht von den paar Stücken Fleisch. Und was soll man mit dem Saft machen? Ja, das Fleisch ist gut, aber es ist viel zu wenig. Na gut, zum Fazit, es war wirklich alles hervorragend. Nur die Hauptspeise, unsere 400 Gramm Gulasch, waren 6 oder 7 Stück Rindfleisch und der Rest von der Dose, den kann man wegschütten. Was soll ich damit? Weil im Brot eintauchen kann ich es nicht, weil ich kein Brot dazu habe und normal gehören da Kartoffeln oder was auch immer, aber irgendwas. Das ist ja sinnlos. Außerdem vom Preis her ist sowieso nicht interessant, die als Vorrat zu verwenden. Und einmalig zum Probieren ist sowieso jeder interessant. Aber wenn man wirklich was für sein Geld haben will, ist er noch immer am interessantesten Deutsch, Englisch, Französisch. Apropos, die nächste, die man machen wird, eine englische.
Okay, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte hinterlasst sie unten. Und wenn ihr noch nicht habt und über zukünftige Videos informiert werden wollt, dann bitte abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.